Willkommen hier in Göppingen. Ich nehme euch jetzt mal mit zu unserem Torwarttraining heute Vormittag. Viel Spaß. So, die eine Übung, die ihr gesehen habt, wo zwei Leute seitlich am Pfosten stehen. Ich stehe in der Mitte und es wird immer ein Ball fallen gelassen. Das ist eine Übung, die erstens das Sehfeld ein bisschen schult, weil man nach vorne schaut und dann aus den Augenwinkeln sehen muss, auf welche Seite der Ball fällt. Und dann muss man da natürlich maximal schnell und maximal weit zur Seite gehen. Das ist eine Übung, die wir relativ oft machen, um die Schnelligkeit und die seitliche Bewegung, den Abdruck mit dem Sprungbein einfach zu trainieren und zu verbessern. Sascha steht einfach mit so einem Brett vor uns. Ein Torwart wirft von neben dem Tor den Ball auf das Brett und er lässt ihn dann abprallen Richtung Tor, egal wo er hin möchte. Und das ist schon eine Übung, wo man extrem konzentriert sein muss, weil ja, der Ball kann überall hinkommen und ja, ist einfach eine schwierige Übung. Aber vielleicht einfach mal selber ausprobieren, dann merkt man das vielleicht. Übung mit dem Brett, ist es halt wichtig, dass man nicht spekuliert, weil wenn man spekuliert, dann hat man gar keine Chance mehr. Auch wenn der Ball so flach ganz in die Ecke kommt, ist es schon unangenehm irgendwie, weil man der Ball von kurzer Distanz in vier Ecken kommen kann, wo man dann trotzdem noch die richtige aussuchen muss. Also das ist schon ein bisschen schwierig, erfordert uns sehr, aber wir müssen einfach auf ein Level kommen, das vielleicht über diesen 100% liegt, das man geben kann, weil im Spiel weiß man auch nicht, wo der Ball hinkommt. Deshalb ist es, wenn man das Schwierigkeitslevel im Training extrem hoch hat, dann kommt einem das im Spiel auf jeden Fall zugute. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben wir fast nur mit Tennisbällen trainiert. Das hat zum einen den Grund, dass es für uns ein bisschen schwieriger ist, weil der Ball natürlich ein bisschen kleiner ist wie ein normaler Handball. Und zum anderen ist es auch so, dass wenn man im Training den kleinen Tennisball hält, dann hat man auch eine gute Chance, dass man den großen Handball auch hält. So, jetzt war es das für heute. Unser Torwarttraining ist vorbei. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und ihr könnt vielleicht die ein oder andere Übung für euch selber ein bisschen nutzen. Und dann viel Spaß damit und bis bald. Ciao.